Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu DaVinci Resolve hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute schauen wir uns ein wenig an die Bearbeitung vom Ton. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, wir haben hier die erste Szene hier in unserer Timeline und wir haben hier die Tonspur, der Audio 1. Ich kann jetzt hier reinklicken und dann kann ich hier auf diese Linie fahren und wenn ich dann das nach unten oder nach oben ziehe, wird mir das Ganze um diese Anzahl dB hier verringert oder lauter gemacht. Außerdem kann ich hier diesen Reiter hier anklicken und wenn ich den nach rechts verschiebe, machen wir das mal hier extrem, dann wird mir das Ganze hier so soft eingeblendet, also ein sogenannter Fade-In. Ich kann hier auch bestimmen, wie viel das sein soll mit diesem Punkt hier. Kann diesen Punkt verschieben, dann wird diese ganze Sache runder oder steiler. Dann wird mir das hier je nachdem so noch softer eingeblendet. Das Ganze kann ich auch hier am Ende machen mit dem Ton, wenn ich das Ganze hier ausblenden will. Außerdem kann ich hier oben den Mixer ein- und ausblenden. Dann sehe ich hier den Pegel und ich kann hier auch Audio 1 und den Hauptausgang regeln. Ich habe jetzt hier nur Audio 1, da wir nur eine Tonspur haben. Für das Video gilt das Gleiche. Ich kann auch hier diesen Reiter wegschieben. Dann wird mir das Ganze hier schön langsam von schwarz eingeblendet. Das Ganze funktioniert auch am Ende vom Clip. Wenn ich das Audio noch fein bearbeiten will, dann gehe ich hier unten auf Fairlight und dann habe ich hier die beiden Tonspuren und kann hier das Ganze noch einfacher mit diesen Reglern hier mixen und hier lauter machen. Seht ihr, wird das Ganze lauter oder hier leiser. Wenn ich jetzt hier noch Musik hinzufügen will, gehe ich hier auf Edit. Klicke hier auf meine Audiospur mit rechts und klicke hier Add Track und füge mir hier einen Stereo-Kanal hinzu. Jetzt habe ich hier auch noch einen Audio 2. Dann gehe ich hier in die Musik und ziehe mir hier dieses Musikfile hier unten auf meinen Audio-Kanal 2. Auch hier kann ich dann die Musik ein wenig leiser machen, damit sie im Hintergrund ist und auch einen Fade-In machen und hier auf diesen Punkt hier klicken, dann wird das so 4 Pfeile und ich kann dann das Ganze hier so zurückziehen und dann, wenn wir hier drüber fahren und das abspielen, wird die Musik eingeblendet. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich über jeden, der meinen Kanal abonniert und vergesst auch nicht die Glocke zu klicken, dann erhält ihr immer eine Meldung, wenn ich ein neues Video hochlade. Wir sehen uns sicher wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und seid wie immer kreativ. Bis bald. Tschüss.